Wer auf der Jagd nach einem echten Schnäppchen ist, der sucht online. Nirgendwo sonst kann man so viele Produkte zu so günstigen Preisen erwerben wie im Internet. Mallorca-Urlaub, Smartphones, Laptops, das alles gibt's beim Gutschein-Auktionshaus topdeals.de, angeblich ab 1 Euro. Angeblich. Denn am Ende sind die Billigangebote oft teurer Nepp. Hendrik Föhringer und Monika Nedzielski haben die Versteigerungen mehrere Tage lang beobachtet und merkwürdige Auffälligkeiten entdeckt. Sind Top-Deals vielleicht einfach zu schön, um wahr zu sein? Top-Deals drängt mit Macht auf den Markt. In deutschen Großstädten sind die Plakatwände derzeit mit Werbung des Internetportals zugepflastert. Reise- und Freizeitangebote ab 1 Euro, so das Versprechen. Das Prinzip ist simpel. Wer den höchsten Preis für ein Produkt bietet, gewinnt die Auktion. Das Start-up-Unternehmen aus Hamburg wirbt mit Schnäppchenpreisen und hofft auf die Geiz-ist-geil-Mentalität ihrer Kunden. Es gibt keine von vornherein festgelegten Preise und dementsprechend ist das Ganze schon eine sehr spannende Geschichte. Wer will nicht gerne Gewinner sein? Und natürlich dann auch die Chance darauf, ein tolles Angebot für einen sensationell günstigen Preis zu ersteigern. Doch am Wahrheitsgehalt dieser Werbebotschaft darf gezweifelt werden. Denn offenbar sind einige Versteigerungen lediglich Lockvogelangebote. Uns fällt eine Mallorca-Auktion ins Auge. Angeblich hat die Reise einen Gegenwert von 790 Euro. Los geht's bei 1 Euro. Versteigert wird ein Hotelgutschein für 7 Übernachtungen. Der Flug ist nicht inklusive. Zunächst klingt alles nach Sonne, Meer und einem super Schnäppchen. Denn die meisten Angebote gehen für 100 Euro weg. Doch Verbraucherschützer warnen. Das Gutscheingeschäft basiert unserer Meinung nach doch auf größere Tricksereien und vor allen Dingen viele Einschränkungen und viele Fallen, auf die Verbraucher einfach achten müssen, wenn sie da Gutscheine kaufen. Das heißt also, einfach blind zuzuschlagen, das kann hinterher böse enden. Wir klicken unser Wunschhotel für die Übernachtungen an. Und tatsächlich, hier kommt der erste Haken ins Spiel. Denn vor Reiseantritt muss eine Verpflegungspauschale von 30 Euro hinzugebucht werden. Pro Tag und pro Person. Geht man von einem Auktionspreis von 102 Euro aus und rechnet noch Gebühren, Verpflegung und Reservierungskosten hinzu, kommt man auf 540 Euro für 2 Personen. Wir vergleichen das Angebot im Internet mit anderen Anbietern. Bei HolidayCheck finden wir unser Wunschhotel wieder. Und das sogar günstiger. Für 512 Euro gibt's im Juli dort 7 Übernachtungen, inklusive Halbpension und Mehrblick. Bei Top-Deals kommt der Bieter niemals billiger weg. Denn über 2 Tage geht jede Auktion immer bei knapp 100 Euro weg. Da es ja angeblich keine festgelegten Preise gibt, registrieren wir uns und wollen ausprobieren, ob man die Reise vielleicht doch unter 100 Euro bekommt. Zigmal bieten wir zu verschiedenen Tageszeiten genau 1 Cent weniger. Kurz vor Schluss werden wir immer wieder knapp überboten. Die Reise kostet immer mehr als 100 Euro. Erst als wir 101 Euro bieten, bekommen wir sofort den Zuschlag für den Gutschein. Mit Gebühren bezahlen wir 105 Euro. Unser Verdacht? Möglicherweise werden Computerprogramme eingesetzt, die Verkäufe unter einem Mindestpreis verhindern sollen. Wir fragen bei Top-Deals nach. Klingt für mich, dass da eine Grenze eingezogen ist von 100 Euro. Das kann ich so nicht bestätigen muss sicherlich vielleicht an dem Gebot gelegen haben, wo sie drauf waren. Aber im Einzelfall kann das natürlich passieren. Aber es gibt da keine Maschinen, keine Nein. Programme, die das sozusagen absichern? Auf gar keinen Fall. Ich habe es 2 Tage lang beobachtet. Es gibt kein einziges Gebot, was durchkommt, was unter 100 Euro ist. Müssten Sie mir zeigen, vielleicht haben Sie einen Screenshot gemacht, dass ich mir das anschauen kann. Aber wir haben solche Meldungen halt nicht vorliegen. Wir zeigen die Screenshots der Versteigerungen der Verbraucherzentrale. Wenn da wirklich ein elektronisches System mitbietet, ohne dass der Verbraucher das erkennen kann, werden sich viele getäuscht fühlen und das berechtigt. Und da werden Juristen natürlich auch an Betrug denken. Auch viele Bieter der Plattform verhalten sich wie ein Computer. Zum Beispiel Maria G59.
Sie bietet Wild auf eine Mallorca-Reise, ersteigert vorher einen Werkzeugkoffer. Danach treibt sie die Auktion für ein neues Smartphone in die Höhe. 20 Minuten später bietet sie wieder auf einen Werkzeugkoffer. Maria G. interessiert sich für einen Tablet-Computer und, bis kurz vor Auktionsende, auch für ein iPad. Solche Nutzerprofile mit scheinbar wahllosen Bietverhalten gibt es zu Dutzenden. Wir zeigen unsere Recherchen dem ehemaligen Hacker und heutigen IT-Unternehmer Andreas Zauner. Ich glaube, dass ein Großteil der Benutzer, die hier auf dieser Seite bieten, keine wirklichen Benutzer sind, sondern eine Software, die automatisiert bietet. Also es sind Bietprogramme, die zu einer gewissen Zeit einsetzen, zu einer gewissen Zeit aufhören, einen gewissen Preis bieten, einen gewissen Maximalpreis bieten und dann irgendwann nicht mehr mitmachen. Dann würde am Ende nur ein ahnungsloser, tatsächlicher Bieter übrig bleiben, der zu hohe Gebote abgibt. Eine ehrliche Auktion ginge anders. Dirk J., 10, 14.18 Uhr, Türkei-Reise, 15.45 Uhr, Kreuzfahrt für über 1.000 Euro, 18.35 Uhr, Ersteigerung eines Werkzeugkoffers, heute Morgen 9.08 Uhr, bietet auf eine Mallorca-Reise. Was macht das auf Sie für einen Eindruck? Wir kennen dieses, ich nenne das mal Phänomen. Wir haben seit Beginn unserer Plattform gerade mit Spaßbietern, wie auch eBay das halt kennt aus der Vergangenheit, zu kämpfen. Das ist etwas, was wir in unseren Prozessen so schnell auch nicht ausschließen können. Aber ein Spaßbieter bietet ja nicht auf eine Kreuzfahrt für über 1.000 Euro. Doch, die zahlen nachher einfach nicht. Das sind auch teilweise nicht reale E-Mail-Adressen oder Accounts halt. Und wir brauchen teilweise sehr, sehr lange, um die dann auch zu sperren oder aus dem System halt zu verbannen. Doch welcher Spaßbieter macht sich die Mühe, tagelang Produkte zu kaufen? Ein Großteil der Benutzer sind wahre Bietmaschinen, wie Nina Q70. Sie ersteigert innerhalb weniger Stunden gleich zwei Reisen. Lina L. 446 will neben einer Mallorca-Reise und einer Massagematte auch noch eine Kreuzfahrt. Und der virtuelle David O. 611 bietet im Stundentakt so, als hätte er im Lotto gewonnen. Auch heute waren diese angeblichen Benutzer wieder im Einsatz. Für sie gibt es offenbar kein Wochenende. Für Computerprogramme auch nicht.